Ja, das ist mit der Mathematik und mit einigen Grundrechenarten bei der grünen Politikerin Frau Göring-Eckardt nicht immer richtig gut funktioniert. Das wissen wir ja mittlerweile, spätestens seit diesem Video hier von mir. Dass es aber selbst bei solchen fundamentalen Dingen wie dem Demokratieverständnis solche eklatanten Bildungslücken gibt, das hat mich jetzt richtig perplex gemacht, als ich dieses Interview hier durchgelesen habe im Spiegel. Und da geht es nämlich um einerseits die Unterschätzung von Ostdeutschland und den Ostdeutschen und auf der anderen Seite dieser Überheblichkeit, die von vielen Westdeutschen gegenüber diesen Ostdeutschen an den Tag gebracht wird. Und ich werde jetzt immer so ein paar Punkte erstmal rausgreifen auf dem Interview und ich glaube, ihr werdet dann verstehen, was ich meine. Der erste Punkt, es geht erstmal so ein bisschen gemächlicher los mit dem üblichen Slang hier zum Thema gesellschaftliche Herausforderungen und so weiter. Und hier sagt dann Frau Göring-Eckardt einen spannenden Satz, und zwar: vor allem aber haben in Bezug auf das Jahr 2019 Robert Habeck und Annalena Baerbock bei der Arbeit am neuen Grundsatzprogramm den Charakter der Grünen als Bündnispartei wiederbelebt. Alles okay soweit. So wie damals in der ostdeutschen Bürgerbewegung braucht es auch heute Partner, um die Gesellschaft zu transformieren. So, das ist jetzt zwar noch nicht ganz so schlimm, wobei es bei mir jetzt immer so, wenn ich das Wort transformieren aus dem Mund eines Politikers in Kombination mit der Gesellschaft höre, es mir die Nackenhaare sträubt und eiskalt den Rücken runterlaufen lässt. Und wenn irgendjemand das Wort transformieren benutzt und sagt, hey, ich will jetzt nicht irgendwie zum Beispiel die Politik oder so transformieren, sondern ich will tatsächlich die Gesellschaft transformieren, dann renne ich so schnell ich wegrennen kann. Ja? Aber es geht weiter. Das ist noch der harmloseste Punkt. Dann geht es weiter und Frau Göring-Eckardt wird mit der Frage konfrontiert, warum denn die Grünen in Ostdeutschland so schlecht abschneiden bei den Wahlen. Und da hat sie auch eine interessante Begründung vor. Und zwar sagt sie, dass halt eben die ganzen Kreativen ja aus Ostdeutschland abgewandert sind. Klar, ne? Also die ganzen Unkreativen, die wählen ja auch nicht grün, aber die ganzen Kreativen, die wählen natürlich die Grünen, ist ja auch klar, ne? Gar kein Vorurteil an dieser Stelle. Und dass ja auch in Ostdeutschland so wenig große Städte sind und dass eben sehr viele männliche Bewohner dort in den Dörfern und so weiter halt sind und die ja eben nicht grün wählen. Also wenn das mal nicht so das klassische Bild des alten weißen Mannes ist, der natürlich nicht grün wählt, und das kann ich wahrscheinlich an dieser Stelle nur bestätigen, dass wahrscheinlich sehr wenige von denen tatsächlich grün wählen. Aber ob das jetzt alles an sich jetzt Grund genug ist, um zu sagen, deswegen schneiden die Grünen so schlecht ab in Ostdeutschland, ist, glaube ich, ein bisschen vereinfacht, oder? Es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass man eben in Ostdeutschland noch eine gute Erinnerung daran hat, was mit einer Politik halt alles so abgeht, die immer mehr einen autorativen oder einen autoritären Charakter sich aneignet und nicht mehr das eigentlich wiedergibt und auch umsetzt, was die politische Mehrheit eigentlich oder die Bevölkerung in einem Land halt wirklich will. Aber jetzt gehen wir mal so richtig ans Eingemachte, weil jetzt, und das ist das Interessante, das geht gerade genau um diese Vorurteile, da gab es ja vom CEO vom Springer Verlag, Matthias Döpfner, diese berühmt-berüchtigten Chats, die jetzt auch veröffentlicht wurden und so. Hier geht es jetzt um die Vorurteile gegenüber den Ostdeutschen. Und jetzt gebt euch mal das. Sie will eigentlich jetzt hier diese Vorurteile, weil sie ja selber aus Thüringen, aus Ostdeutschland, wie sie sagt, kommt, ja, will sie jetzt diese abbauen. Und schaut mal jetzt hier, was sie auf diesen Vorwurf, den ja der Döpfner in diesen Chats gehabt hat, nämlich, dass die Ossis es ja nie so richtig mit der Demokratie hatten, sagt sie jetzt: Herr Döpfner ist kein Einzelfall. Vorurteile sind weit verbreitet. Ich kenne Ostdeutsche, die nicht gleich sagen wollen, woher sie kommen, weil es dann heißt, ah, der Osten, da wo die Nazis gewählt werden und die Demokratie nicht so recht funktioniert.
Und jetzt passt mal ganz genau auf, was jetzt für ein Satz folgt. Das ist infam und offenbart die mangelnde Kenntnis vieler Westdeutscher. Ja, es gibt Orte, da erreicht die AfD 40%. Aber die Mehrheit im Osten wählt demokratisch. Lasst euch diesen Satz mal auf der Zunge zergehen. Sie will eigentlich in dem Moment die Vorurteile dieser überheblichen Westler abbauen und bestätigt genau eben jene Vorurteile, indem sie sagt, ja, der Döpfner, das ist infam, was der gesagt hat, denn das gilt ja nicht für den ganzen Bereich im Osten, das gilt ja nicht für die Leute, die alle demokratisch wählen, es gilt ja nur für die 40% in den Orten, die AfD wählen. Und dieser Ironie und dieser blanke Hohn fällt in diesem Moment weder ihr noch irgendwie den Spielregateuren hier ein, weil die haken an dieser Stelle auch gar nicht wirklich nach. Und das Interessante ist auch, ich meine, sie hat hier selber an einer anderen Stelle noch gesagt, ich habe damals zum ersten Mal die Grünen im Fernsehen gesehen. Ich werde nie vergessen, wie ich 1983 beim Einzug der Grünen in den Westdeutschen Bundestag im Wohnzimmer saß und dachte, das geht also. Man kann in einem freien Land in ein Parlament einziehen. Ja, genau richtig, Frau Göring-Eckardt. Und wenn man jetzt mal sich anschaut, dass auch die AfD im Jahr 2017 eben genau in diesem freien Land ins Parlament eingezogen ist, und zwar in den Bundestag, und zwar nicht mit irgendwie 5% oder 6%, sondern direkt mit über 12%. Und jetzt frage ich mich, was war denn jetzt daran so undemokratisch? Also, ich bin ja aus dem Aktienbereich und Finanzbereich, also kann ich mich da erinnern, haben die sich irgendwie mit illegalen Geldströmen und Bestechungen da irgendwie ins Parlament geschlichen? Oder gab es da irgendwie einen Putsch oder so und die haben sich mit irgendwelchen Militärgenerälen zusammengeschlossen und die Macht erobert? Nee, also eigentlich war das doch ziemlich demokratisch, oder? Aber vielleicht ist ja auch meine Definition von Demokratie eigentlich völlig falsch. Naja, schauen wir mal kurz in die Definition rein. Das habe ich zufällig gerade im Zug hierher gemacht. Und da steht, das kommt vom griechischen Wort Demos, das Volk. Und das bedeutet, in einer Demokratie, da ist das Volk der oberste staatliche Souverän. Und jetzt kommt's, die politischen Entscheidungen werden durch die Mehrheit der Bevölkerung bestimmt. Das ist Demokratie. Jetzt frage ich mich also, warum es antidemokratisch ist, wenn Menschen in Ostdeutschland die AfD wählen. Also das muss jetzt unbedingt Frau Göring-Eckardt mal erklären. Das, was sie hier eigentlich macht, ist die völlige Umkehr der Demokratie, indem sie sagt, eigentlich sind nur die Leute, die unsere Partei wählen, Demokraten, und alle anderen, die mitmachen, sind irgendwie blöd und haben nichts mit Demokratie zu tun. Dabei ist genau das, nämlich dass es in einer Demokratie unterschiedliche Parteien und unterschiedliche Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlicher Willensbildung gibt, die alle an diesem Prozess teilnehmen. Genau das macht eine Demokratie aus. Und alles andere ist eben eine Autokratie. Das heißt, es gibt hier ein eklatantes Missverständnis darüber, was eigentlich eine Demokratie ist, meiner Meinung nach. Oder wie seht ihr das? Könnt ihr ja gerne mal bei diesem Video mit einem Daumen hoch oder Daumen runter zeigen, ob ihr auch eher meiner Definition hier folgt oder eher der von Frau Göring-Eckardt. Und ich würde jetzt auch an dieser Stelle nochmal sagen, dass man gerade mit genau solchen Aussagen nicht unbedingt die Vorurteile in Ostdeutschland abbaut. Und da ist es auch völlig egal, ob man irgendwie aus Thüringen kommt oder wo auch immer. Man hat hier eigentlich so ein bisschen diese westliche Überheblichkeit sich wahrscheinlich angeeignet, mit der man jetzt über Ostdeutschland spricht. Und ich finde, das ist einfach ein kompletter Skandal an sich.